Willkommen zu einem neuen Video hier aus der Stanze Gartencenter Aquaristik und Teichlandschaft. Heute soll es zur Saison passend um das Thema Teichfische, wie man sie eigentlich hält, was es so für Arten gibt, gehen. Und da wollen wir heute mal so einen kleinen Einblick gewähren. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Sie denken vielleicht darüber nach, sich einen Gartenteich anzulegen. Dann ist es zunächst mal sinnvoll, dass Sie einen richtigen Standort bei sich im Garten finden, wenn da Fische drin leben sollen. Sie sollten eben darauf achten, dass der Teich keine direkte Sonneneinstrahlung für den ganzen Tag erhält, sondern dass Sie den Teich etwas abschatten. Das kann man beispielsweise durch Bäume in Teichnähe, Sonnensegel oder auch eben, das ist die natürlichste Art und Weise, durch verschiedene Teichpflanzen gewährleisten. Hier empfehlen sich beispielsweise Schwimmpflanzen zur Abschattung. Hier sieht man sehr schön die Pistia stratiotis. Das ist eine Schwimmpflanze, die eben auf dem Wasser schwimmt, sehr gut Nährstoffe entzieht, sodass sie einerseits durch Lichtminimierung und andererseits durch Nährstoffentzug auch Algenwachstum vorbeugen und aktiv bekämpfen können durch Nährstoffkonkurrenz. Eine weitere sehr gut geeignete Schwimmpflanze ist die Phyllanthus fluitans, die schwimmende Wolfsmilch. Das Schöne an dieser Pflanze ist, dass sie sich unter Sonneneinstrahlung richtig schön rot färbt, sodass man einen guten Kontrast auf der Teichoberfläche erzielen kann. Also man kann durchaus auch Schwimmpflanzen kombinieren und erzielt damit eine tolle Wirkung und gleichzeitig noch einen Nutzen, sodass sich auch Fische als Deckung darunter unterstellen können. Weiterhin sollten Sie darauf achten, wenn Sie einen Teich anlegen, dass er in verschiedene Zonen eingeteilt ist. Flachwasserzonen in den Randbereichen beispielsweise helfen Ihnen, wenn Sie diese dicht bepflanzen mit verschiedenen Arten an Schilf, Schilfrohr, Rohrkolben, solche Arten, all das in der Flachwasserzone dicht bepflanzt, hilft Ihnen, die Fische vor Fressfeinden zu schützen, soll es denn ein Fischteich werden. Sodass der Reiher beispielsweise oder auch verschiedene andere Vögelarten und Katzen nicht direkt an das Wasser kommen und ihre Fische durch eine Schutzbarriere eben von den Fressfeinden getrennt werden. Haben Sie Ihren Teich nur in verschiedenen Stufen vor anzulegen, ist weiterhin darauf zu achten, dass Sie auch eine tiefe Zone integrieren. Bei der Integration der tiefen Zone muss diese mindestens 80 cm für die meisten Fischarten betragen, damit diese auch unbeschadet den Winter überstehen können. Man hat mal gesagt, 1 Meter ist das Minimalmaß. Mittlerweile, aufgrund unserer milden Winter, sind 80 cm für kleinere Fischarten häufig schon ausreichend. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt natürlich immer eine tiefere Abmessung. Für Koi-Karpfen beispielsweise sollte die Wassertiefe 1,20 Meter bis 1,50 Meter nicht unterschreiten, damit die Fische unbeschadet eben den Winter überstehen können. Aber für gängige Arten wie Goldfische, die wir nachher natürlich auch noch zeigen werden, empfiehlt sich 80 bis 100 cm oder auch für kleinere Biotoparten. Dazu später noch mehr. Haben Sie nun die Tiefwasserzone integriert, die Folie verlegt oder ein Teichbecken gesetzt, das nach Möglichkeit für Fischhaltung mindestens 500 Liter für kleinere Arten, für größere Arten um die 2000 bis 5000 Liter betragen sollte, haben Sie das alles fertig, geht es darum, die richtige Teichfiltertechnik zu installieren. Damit die Fische auch in warmen Sommertagen ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind, Schadstoffe abgebaut werden können und sie eben eine vernünftige Wasserzirkulation im Teich gewährleisten können. Und schließlich auch die ungetrübte Sicht auf ihre Fische genießen können. Die Firma Oase, dazu erhalten Sie auch Kataloge und Infomaterial bei uns, bietet da hervorragende Filtertechnik mit UV-Systemen, die Ihnen das Wasser entkeimen, vor Trübungen schützen, entsprechend dimensioniert, auf die Teichgröße und auf Ihren individuellen Fischbesatz angepasst. Zu verschiedenen Filtersystemen, wie zu der Filterserie BioSmart, wie sie hier bei uns zu finden ist in großer Auswahl, beraten wir Sie natürlich vor Ort maßgeschneidert auf Ihren Teich sehr gern. Weitere Technik für Ihren Teich kann sein, ein Eisfreihalter für den Winter, gerne auch mit Thermofunktion, sodass Ihr Teich nicht ganz zufriert, oder zusätzliche Belüftungspumpen für sehr sauerstoffliebende Arten, sodass diese einen gesunden Zustand aufweisen und Sie keine Erkrankung oder mangelnde Vitalität Ihrer Fische im Teich beherbergen.
ist der Teich nun einige Zeit bepflanzt, läuft mit der entsprechenden Filtertechnik. Seerosen beginnen vielleicht langsam ihre Blätter nach oben zur Oberfläche zu schießen. 2 Wochen sind mindestens vergangen. Kommen Sie gerne vorbei zu uns mit einer Wasserprobe. Wir testen Ihr Teichwasser, ob dies schon nitritfrei ist und Sie bedenkenlos erste Tiere einsetzen können. Dabei gilt zunächst mit wenigen Tieren beginnen und den Besatz zu steigern. Wassertemperaturen sollten entsprechend auch schon einige Grade aufweisen. So sagt man, über 10 Grad Wassertemperatur kann man die ersten Fischarten einsetzen. Da muss man natürlich auch immer noch mal individuell gucken, welche Art sollte man bei welcher Wassertemperatur am besten dazusetzen. So brauchen Koi eher 15 Grad Wassertemperatur, wenn man ihn in den Teich setzen möchte, weil er eben häufig aus Innenhaltung kommt, wie sie eben bei uns auch im Gartencenter in unserer Verkaufsanlage gehalten werden. Und bei Biotoparten oder Goldfischen sind 10 bis 12 Grad Wassertemperatur durchaus schon ein ausreichendes Maß. Nun wollen wir uns ein paar Fischarten anschauen. Haben Sie nun einen kleinen Teich angelegt, der so, ja, ich sag mal, um die 5000 Liter Volumen fasst oder auch gerne mehr. Größer ist schließlich immer besser und läuft stabiler. Können Sie beispielsweise sehr schön mit Biotopfischen arbeiten, wie den Gründling. Hier sehen Sie die Gründlinge. Das sind kleine Schwarmfische, die maximal um die 15 cm, in seltenen Fällen bis 20 cm groß werden. Das ist eine einheimische Art, die klares, sauerstoffreiches Wasser bevorzugt. Diese können Sie beispielsweise schon in kleinen Teichen um die 2000 Liter gut halten. Hier beginnt man mit einer Gruppenhaltung ab 5 Tieren. Das ist Minimum, damit sich die Tiere wohlfühlen. Sie sollten leicht zugefüttert werden, gerade in Teichen, in denen sich noch wenig Biomasse und Mikroorganismen angesiedelt haben, die also noch recht neu sind. Es ist wichtig, diese kleinen Fische zuzufüttern. Sonst fressen sie allerdings auch sehr zuverlässig Insektenlarven, Reste anderer Fischarten, was die an Futter vielleicht nicht verwertet haben, was runtersinkt. Aber auch von der Oberfläche frisst der Gründling einiges weg. Bietet eine tolle Biotopart, die einheimisch ist. Ihr Teich ist ein bisschen größer. Ich sag mal so 4000, 5000 Liter aufwärts, da darf dann auch schon mal gerne eine Goldorfe einziehen. Dieser hier noch recht zierliche Fisch bietet natürlich einen tollen Farbtupfer, dunkelt im Alter noch nach, wenn er größer wird, wird richtig intensiv gold-orange, wird relativ groß, bis zu 60 cm, sind da gar keine Seltenheit, teilweise sogar noch etwas größer. Hier sollte tatsächlich ausreichend Schwimmraum zur Verfügung stehen. Aber auch sonst ist das eine super Art, die man im Gartenteich gut halten kann. Algenfressend, aber auch großwerdend, also auch nicht für zu kleine Teiche zu bevorzugen, sind die Nasen. Das ist diese graue Art hier. Da wird auch die ein oder andere Fadenalge weggefressen. Also selbstverständlich sollte man immer schauen, wenn man Algenprobleme im Teich hat, die Ursache zu bekämpfen und nicht allein mit Tieren als Konkurrenz gegen die Alge zu arbeiten. Hier steht natürlich erstmal eine Wasseranalyse im Fokus und dann können wir schauen, was wir uns da für ein Konzept für Ihren Teich entwickeln. Außerdem zu den Biotopfischen gehören die Bitterlinge. Das sind diese kleinen Fische, die bei den männlichen Exemplaren eine schöne rote Beflossung zur Laichzeit im Frühjahr aufweisen. Das ist ein kleinbleibender Fisch. Wird nicht viel größer als maximal 10 cm. Können Sie super in einer Gruppe ab 5-6 Tieren halten, auch für kleinere Teiche, die nur um die 1000 Liter fassen. Wenn die Tiefe entsprechend gegeben ist, darf dieser Fisch dort auch schon einziehen. Außerdem auch der Stichling. Hier der dreistachelige Stichling eignet sich ebenfalls in Gruppenhaltung sehr gut auch für kleine Teiche. Wer es ein bisschen farbintensiver mag, das hier ist die amerikanische Goldelritze. Das ist eine Art, die auch maximal 12 cm wird. Auch hier sollte ein Schwarm von 5-6 Tieren nicht unterschritten werden. Mehr Tiere ist immer besser, denn dann fühlen sie sich richtig wohl. Leicht gerne über Steinen in Gruppen ab und gibt einen tollen Farbtupfer, sodass er auch in doch recht dunklen Teichen sehr gut zur Geltung kommt. Auch diese Art kann im Teich bei entsprechender Tiefe sehr gut überwintern.
Nun stehen wir hier doch nochmal vor unserer Aquarienanlage. Hier haben wir noch ein Aquarium mit der Regenbogen-Elritze. Das ist ein wahrer Trendfisch, könnte man sagen, der letzten Jahre. Durch seine schillernden Farben, die gerade die männlichen Tiere zur Laichzeit aufweisen, wenn sie über Kies und Steinen stehen und als Gruppe ableichen, zusammen mit den Weibchen. Dieser Vorgang des Balzverhaltens und des Ableichens ist sehr spannend zu beobachten, gerade in den Morgenstunden am Teich. Stellt eine wahre Bereicherung für die Fischhaltung im Gartenteich dar. Man sollte darauf achten, dass der Teich etwas geschützt angelegt ist. Aber auch sonst sind die Tiere durchaus sehr kälteverträglich. 6 bis 24 Grad ist für diesen Fisch kein Problem, sofern das Wasser gerade bei höheren Temperaturen schön sauerstoffreich ist. Liebt es dieser Fisch, da würde ich eine Haltung ab 8 bis 10 Tieren empfehlen. Auch dann kommt er erst richtig gut zur Geltung. Dort in der Strömung zu stehen und sich eben mit seinen Farben zu präsentieren. Wer es also etwas bunt mag, für den vielleicht auch bei nicht allzu großen Teichen, ist dieser Fisch eine super Alternative zu den knallbunten Goldfischen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Hier haben wir nun unser Becken mit den kleinen Goldfischen im Mix. Da sind verschiedene Farbvarianten drin zu finden. Goldfische sind seit Urzeiten in Aquaristik und Teichhaltung nicht mehr wegzudenken. Und da sie eben so lange schon bekannt sind und sehr beliebt sind, haben sich natürlich auch viele Züchter um diesen Fisch gekümmert und eine große Zahl verschiedener Zuchtformen kreiert. Neben den standardmäßig angebotenen roten Farbformen gibt es noch eine ganze Bandbreite verschiedener Zuchtformen, wie beispielsweise dem Schubunkin. Das sind rot-blaue Tiere mit Schwarzanteil, etwas Weiß dabei. Ein sehr großer Farbtupfer für den Gartenteich. Gelbe Tiere, die Zuchtform Zitronengoldfisch, darf natürlich auch nicht fehlen in unserer Auswahl. Wir bieten Ihnen Goldfische in verschiedenen Größen und wie gesagt verschiedenen Farben an. Auch Zuchtformen wie Schleierschwanzgoldfische gehören bei uns dazu. Wichtig ist bei Goldfischen, dass der Teich mindestens 1000 Liter Wasser fasst, nicht zu großer Anzahl von Fischen gehalten wird und dass entsprechend, das ist das Allerwichtigste, eine leistungsstarke Filtertechnik zur Verfügung steht, denn Goldfische haben nahezu immer Hunger und einen ordentlichen Stoffwechsel, sodass die Wasserqualität gewährleistet sein muss. Wir empfehlen, mindestens 5 Tiere zu halten, da auch Goldfische Gruppentiere sind. Entsprechend ihres Wasservolumens kann man dann mit einer Gruppenhaltung ab 5 Tieren oder mehr beginnen. Und auch Nachwuchs wird sich in den kommenden Jahren mit Sicherheit einstellen. Möglicherweise entschließt man sich dazu, noch einen kleinen Barsch mit einzusetzen. Da gibt es beispielsweise Fische, die den Nachwuchs etwas ausdünnen können, sodass es nicht zu viel wird und sich der Bestand in Waage hält. Aber da muss man individuell nach Teichgröße, Beibesatz schauen, was da für Ihren Teich in Frage kommt, welche Fische sich überhaupt für Ihren Teich vertragen und welche nicht. Kommen Sie doch einfach vorbei. Wir beraten Sie zu Teichanlage, Teichbepflanzung und schließlich zum krönenden Fischbesatz sehr gern. Bis dann.